Ja, Leute, was geht? Es geht weiter im Let's Play. Yakuza 4 Remastered und. Ja, es ist so jetzt tatsächlich, dass sich das bewahrheitet hat. Was meine Vermutung nur war, dass Majima die Mystik, den Auftrag, also wenn ich da jetzt runtergehe und den Auftrag ausführe. Das ist die letzte Mission im ganzen Spiel. Also im ganzen Spiel, sondern von Tajima im Spiel, ne? Von Tajima. Das dauert dann wohl ganz schön lange. Dauert um die. Naja, egal. Naja, ist egal, wie lange dauert. Hab's halt durchgeskippt so. Und es geht die ganze Zeit mit Majima weiter. Mit Majima und. Ja, ne? Also man macht halt dieses. Man geht halt hin, ne? Und das wäre dann letzter Auftrag. So. Ich will euch ja nicht spoilern. Ja, so, das ist die letzte Mission. Machen wir den rosa Punkt, letzte Mission. Das heißt, wir müssen die nächsten Folgen damit klarkommen, dass es jetzt noch nerviger wird. Und wir hoffen, dass wir bald den nächsten Charakter spielen dürfen. Und hoffentlich keiner aus dem Knast, niemand aus dem Knast kommt. Are you ready? Ja, du kommst mit mir, aber das ist schon... Ach ja, also das wird jetzt sehr lustig. Okay, Leute. Oh, es wird bestimmt super, die Mission. Ja. Geh doch. Jo. Avins läuft auch weg. Sehr gut. Okay, also müssen hier uns so durchprügeln. Na gut, das kriegen wir, hin. Finde ich aber gut, wenn wir die Quest wiederum machen können, ne? Das ist natürlich geil. Also das ist auch wieder, das Ding absolut auch unlogisch. Wir können uns jetzt hier durchprügeln durch Killer und ist egal, weil jetzt ist es abgeschaltet. Aber warum hat man denn nicht gleich gesagt, hey, wir machen Kapitel 3, das machen wir groß. Dann machen wir dazu, dass da alle 16 Missionen gleich drinne sind. Aus dem Aspekt, dass man Kapitel 4 dann so bauen kann. Dann wäre es gut gewesen. Dann wäre okay, dann ja gut. Aber so und so eine Mischmasch, das ist absolut... Das ist das Problem. Sie hätten es ja tun können. Wäre doch so realistisch. Das ist absolut unlogisch. Sie wollen auch immer so realistisch sein, darum machen sie es ja. Aber das ist unlogisch. Und das ist das Störende dabei. Dann wollen sie es und dann bricht es auf einmal und dann ist es doof. Oh Gott, ich habe Angst vor Yakuza 5, ne? Aber das ist dann ja schon bald näher an Yakuza 6. Ja, nachher wurden die ja wirklich modern. Wir haben ja modern angefangen. Oh Gott, ich finde nicht, dass die Yakuza 1 und 2 sind mittlerweile spielen. Ja, die haben mich gar nicht angreift. Oh, nicht schlecht. Aber ich will die Mission schon ganz gern machen. Besonders weil das ja auch mit Punkten und Level und so. Ach nee, oder? Ha ha.
Oh, noch ein Hitman. Noch ein Hitman, Leute, noch einer. Oh, Hitman mit Knarre. Sehr gut. Das ist die witzigste Quest bis jetzt, ne? Also jetzt macht das Spiel ja wirklich wieder Spaß. Das Spiel macht ja auch Spaß. Also, ja, aber es hat eindeutig quatschige Entscheidungen. Oh, sorry. Sehr schön. Sehr schön, wir haben es. Nice. Gut. Die Quest wäre auch abgeschlossen. Das heißt, 9 haben wir. Und das heißt, ich glaube, wenn wir jetzt mal auf die Map gucken. Ich gehe da jetzt aber nicht hin, oder? Da drin der Quest, aber wir können auch erstmal zu den Docks. Ich glaube, wir müssen dafür zu den Docks fahren. Ich meine, das ist hier. Aber ja, genau, wir können ja mal hinfahren. Dass wir da mal kurz gucken bei den Docks. Ob es da jetzt. Genau, hier sehe ich eine Mission. Die wäre auch noch in Kapitel 3 gewesen. Und das ist so ein bisschen das Problem. Wenn das nicht war. Ein Dock, sehr schön. Ah ja, hier hatten wir auch einen Pfeil etwas. Dummer Teil. Hab ich gelaufen. So, was wollte denn Docks denn von mir?
Nice efficient. I don't even get in the hand of that. Ja, bis dann befragen wir mal Leute. Vielleicht wissen die ja, was wir hier sehen. Was ist mit dir? Na. Nee, mach ich. Ich hab eben mal gerade in Dönsburg geguckt, das soll irgendwie. Sei mal von dem ein. Ist denn hier, sag mal? Wo war, warte mal, kein. Ah! Warte mal, jetzt wird das die. Ja, genau, dann. Ja.
Ja, komm, komm, komm. Ja, komm, was haben wir? Was haben wir? Nein! Scheiße. Oh, der direkt auf dem Fisch. Okay, mal, ja, ich weiß, mein Fehler war. Okay, ja. Okay. Jetzt hab ich ihn. Der darf jetzt nicht leer gehen. Das ist ein Fehler. Aber jetzt schaffen wir es. Komm, komm, komm. Ja, wir haben's. Danke. So, jetzt habe ich ja. Warte mal. So, wir müssen tatsächlich einfach nur drei Dinger von den. Von der. Also müssen wir das wohl noch zweimal machen. Ich weiß gar nicht, hab ich ja noch genug. Items. Einmal haben wir noch. Ja gut, müssen wir noch einmal kaufen. Wir müssen drei haben. Einen haben wir noch. Wir haben das da. Und wir haben das, das. Dann haben wir von jedem noch mal ein, dann passt das und dann los geht es. Go Fishing. Genau, weil wir brauchen die Fische und wenn man drei hat, dann passt das wohl. Wenn man von jedem einen noch mal gekauft, ist ja auch egal. So viel Geld brauchen wir nicht mehr, so viel Geld. Machen wir, welchen haben wir noch nicht? Machen wir den hier. Vergessen, fast vergessen zu drücken. Fischen wir nochmal schön weg und dann haben wir die, dann haben wir es für die Folge. Nice. Und da liebe ich Yakuza 4 wieder, ne? Es ist ja auch nicht alles schlecht, aber es ist manchmal so ein bisschen sehr weird. Da ist er, als ich eben gefühlt geschlafen habe. Jetzt leider. Oh doch, ist er. Ich glaube, es ist ein ziemlich cooles Minispiel. Also. Ich muss sagen, Angeln hasse ich eigentlich. Aber dieses Mal. Wenn man es einmal verstanden hat, ist es ziemlich geil. Ich glaube, im dritten war es ein bisschen blöder, ne? Weil da haben wir es ja gar nicht gemacht. Oder diese? Vielleicht im Kopf da rein. Ich weiß nur, den dritten vergesse ich, der war. Naja. What the hell, da hab ich dann mit dem Fisch gesammelt.
Komm, das schon noch einmal machen. Ich will ganz hier den roten nochmal machen. Ja, sehr schön. Noch nicht so weit. Noch besser. Es sind nur 20 Meter. Das heißt, da sind wir schon mal dabei. Sind jetzt bei 20 Metern. Nice! Genau. Jetzt kriegst du gleich wieder eine Beute unter Wasser. So. Sehr schön, Alter. Gute Fahne. Oh, ein Schiff. Hält viel aus, aber nichts dahinter. Genau, ich habe das hier. Ja, ich habe wirklich was gefunden. Ja, die Jakuts der Welt ist nicht einfach. Danke. Sehr schön. Nein, da ist noch länger. Wow. Level up. Warte mal. Genau. Sehr schön. Wir müssen echt mal ein Level up machen. Ne? Ein Level up wäre schon. Genau, wir haben noch zweimal. Wollen wir, warte mal, können wir machen. Können wir auch kurz mal zweimal fischen gehen. Ja, zweimal können wir noch. Genau. Sehr schön. Das können wir noch mal machen, dann können wir ein bisschen was verkaufen, haben wir ein bisschen mehr Geld. Ja, obwohl Geld brauche ich eigentlich nicht, aber ich habe ein bisschen viel ausgegeben. Ah.
Nee. Ohne zu kommen. Vielleicht zu schnell gewesen? Hm. Na gut, egal. Ja. Jetzt hier genau getroffen. U63, Leute. Das ist kein super Start. Ja, ich fahre einfach zu schnell. Ja. Ich bin nicht. Hab schon. Ja. Los, komm! Komm,
genau 30 haben. Alter, was ist denn? Was bist du denn für ein? Komm schon, ja, ich hab ja 3 Jahre. Endlich, was habe ich denn da geangelt? Ja, oh, cool, ich habe Müll geangelt. Wow. Danke. Cool, ich hab Müll geangelt. Nice! Juhu! Ja, nee, ich wollte. Nee, ich hätte. Fuck. Ich bin so gut, dass die ganze Zeit erwartet. Sympathisch. Vom Boden Feuerpunkt und den. Ah ja, fangen wir hier an. Oh, danke. Ich wollte nämlich irgendwo, muss ich noch irgendwo speichern. Ja. Genau, ja, Ruby Taxi werden wir auch mit keinem anderen Charakter mehr fahren. Ich bitte sagt, bitte, dass ich speichern kann. Bitte, nicht, dass die Polizei jetzt nicht steht. Na, Gott sei Dank. Gut, sei Dank. Okay, sehr schön. Wir können ja speichern, das ist toll. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal machen wir weiter. Dann müssen wir auf jeden Fall, ja. Dann auf jeden Fall, mit. Haben wir noch was und dann haben wir jetzt jetzt bei 10, dann haben wir 9, bei 10. Bei 10, das ist ganz gut, dann haben wir noch eine Quest, die dann auch noch für Theorie noch für Kapitel 3 war und dann machen wir die anderen Dinger, dann haben wir 6 Quests, jetzt 6 Side Quests und dann klappt das. Da kriegen wir es beim nächsten Mal sogar fertig. Vielleicht kriegen wir ihn ja im nächsten Aufnahmetischen fertig. Müssen wir mal gucken, wie lange das dauert. Das ist auf jeden Fall krass. Auf jeden Fall, ich danke fürs Zuschauen und rein. Bis dann, bye, wir sehen uns. Tschüss, bis dann, ciao.